Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Heute berichte ich vom Deizisauer Schach Open. Es ist das 16. und es ist der erste Tag. Viel Spaß! Hallo nochmal, ich bin's Raphael. Ich spiele eigentlich gar keine Open, denn Open dauern immer mehrere Tage und die Zeit habe ich eigentlich nicht. Deshalb spiele ich meistens diese Eintagesturniere. Aber der Nachteil von den Eintagesturnieren ist, das sind natürlich so Amateur-Hobby-Turniere. Die werden auch noch nicht mal Elo ausgewertet. Dazu muss man zu den Open fahren. Und ich habe mir vor ein paar Jahren vorgenommen, einmal pro Jahr möchte ich zu einem Open fahren. Das war die letzten Jahre jetzt nicht möglich, aber eins hatte ich gespielt, hatte dort aber zu wenig Partien gegen Leute mit einer Elo und habe dann keine Elo bekommen. Und deshalb, als ich gesehen habe, dass es hier in der Nähe in Deizisau das Herbst-Open gibt, das internationale Deizisauer Herbst-Open, das 16. schon, habe ich gedacht, die Chance ergreife ich, um mir endlich mal eine Elo-Zahl zu erspielen. Und mich so ein bisschen als richtiger Schachspieler zu fühlen. Das Open ist eingeteilt in drei Klassen. Ein A-Open, B-Open, C-Open. C-Open ist bis DWZ 1400, B-Open bis 1800 und A-Open ist offen. Da sind auch zwei EMs spielen damit, da spielen einige FMs mit. Und ich hatte erst überlegt, mich im A-Open anzumelden. Das geht, man kann auch höher spielen. Das wäre cool gewesen, mal irgendwie so ein FM am Brett zu haben. Aber ich habe dann gesehen, dass im B-Open gleich drei meiner Vereinskollegen mitspielen. Und zwar der Kai, der Johannes und der Jan Philipp. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wäre ja lustig, wenn ich vielleicht die Chance hätte, mal einen von denen am Brett zu haben. Und deshalb habe ich mich auch fürs B-Open angemeldet. Das ist für die DWZ und die ELO nicht so toll. Denn ich bin da jetzt mit meiner DWZ von 1776 einer der stärksten. Und wenn ich da nicht eine wirklich tolle Bilanz hinlege, dann werde ich sogar DWZ verlieren. Also ich muss da wirklich schon sehr gut abschneiden, um nicht Punkte zu verlieren. Das ist mir aber jetzt einfach egal. Ich möchte eine Elo haben, eine positive Bilanz, das ist mein Ziel. Und wenn ich dann ein paar DWZ verliere, was soll's, da kommt es mir nicht drauf an. Wo liegt Deizisau? Deizisau liegt am Neckar, ein paar Kilometer flussaufwärts von Stuttgart. Und wenn ihr mal wirklich eine schöne Stadt sehen wollt, dann fahrt nach Deizisau und dann fahrt ihr von da die B10 weiter nach Esslingen. Esslingen ist wunderschön. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Das ist die Gemeindehalle. Dort findet das Open statt. Das war für mich so mit dem Fahrrad so eine Stunde Fahrt ungefähr. Das ist die Halle, ihr seht, ordentlich was los. Vorne auf der Bühne waren Live-Bretter, die ersten Bretter vor der Bühne waren auch Live-Bretter. Also mit Online-Übertragung. Dann ging das A-Open im Grunde hier bis zur Mitte, dann fing das B-Open an. Und die Halle ging noch hier ein Stück weiter. Hier war auch noch B-Open. Und hier am Rand fing dann das C-Open an. Und der Rest von dem C-Open saß dann im Nebenraum noch. Also ziemlich viel. Ihr seht, pickepacke voll, fast wieder wie früher. Naja, eigentlich genau wieder wie früher. Und das Open geht über 7 Runden. Über 4 Tage, am ersten Tag 2 Runden, am zweiten auch, am dritten auch, am letzten Tag dann eine Runde, die 7. Runde und Siegerehrung. Und ich wollte euch hier berichten vom ersten Tag, der war heute und es ist bei diesem Schweizer System immer so, dass die Setzliste gebildet wird aus der Spielstärke und dann wird das Feld halbiert und der Erste der oberen Hälfte spielt gegen den Ersten der unteren Hälfte, der Zweite gegen den Zweiten. Also wenn man zu den Stärkeren gehört, bekommt man in der ersten Runde eigentlich einen leichteren Gegner. Und ich habe den Tim als bekommen. Tim ist hat DWZ 1560, ELO
oder 1560 war, glaube ich, die Elo. DWZ ist er, glaube ich, unter 1500. Das kommt natürlich darauf an. Meistens ist das ungefähr gleich, aber man spielt dann entweder mehr DWZ ausgewertete Turniere oder mehr Elo ausgewertete Turniere. Und wir kleinen Vereinsspieler spielen eigentlich nur DWZ ausgewertete Turniere. Auch die Liga wird nicht nach Elo ausgewertet. Und deswegen gehen die Zahlen dann manchmal auseinander, je nachdem, wo man mehr spielt, wo man besser war. Also die DWZ ist eigentlich eine verlässlichere Zahl, um die DWZ zu beschreiben. Und der Tim ist unglaublich sympathischer Typ. Wir haben uns hinterher noch unterhalten. Also mit ihm kann man richtig gut schnacken. Und ich hatte Weiß. Ich habe D4 gespielt. Typische Erwiderung, Springer F6. Und jetzt Springer F3. Ich behalte mir vor, vielleicht auch hier noch in ein London zu gehen. Das wäre die alte Spielweise ins London, also nicht gleich den Läufer raus. Gehe hier aber ins Kolle-System. Habe ich ja schon gezeigt, auch in der Liga habe ich das Kolle-System gespielt. Er kommt mit D5 und jetzt wäre der Standardplan: Läufer nach D3, Springer B nach D7, C3. Ich habe hier aber mit dem Springer angefangen. Warum? Ich wollte ihm keine Angst machen. Wenn ich hier gleich den Läufer rausspiele, dann guckt er ja gleich hier hin. Und dann überlegt er sich vielleicht, ob er die kurze Rochade doch nicht macht. Und ich wollte ihm sozusagen die Angst nehmen und sagen: Hier, mach doch, mach die kurze Rochade, weil dann kommt mein Läufer später und greift hier an. Das war also so ein bisschen mein Trick. Lustigerweise, hinterher, als wir uns unterhalten haben, hat er gesagt, er spielt selber auch Kolle. Also hätte ich mir eigentlich das Verheimlichen sparen können. Er hätte gewusst, was ich vorhabe. Er entwickelt gut und ich gehe jetzt in das Kolle-Zuckertort-System. Und das ist eigentlich ganz witzig, wenn er hier nicht D5 spielt, sondern jetzt irgendwie B6. Dann wären wir im Jusupow-Rubinstein-System, heißt es, glaube ich. Und wer stand am Eingang, als ich reingegangen bin? Arthur Jusupow, der Großmeister, kleine Legende im Schach, hat sich sehr verdient gemacht um das Kolle-System und vor allen Dingen hat er auch viel Kolle-Zuckertort gespielt. Da gibt es viele inspirierende Partien von ihm und da fand ich es nett, dass er ausgerechnet er auch da war. Er hat nicht gespielt, aber er repräsentiert ja auch dieses Chess Tigers Jugendprogramm, das auch von Krenke gesponsert wird. Und Deizisau als Verein kennt ihr vielleicht von der Bundesliga. Wie kann das sein, dass so ein kleiner Ort Bundesliga spielt? Ja, Krenke. Das ist sozusagen das Farmteam von Baden-Baden. Krenke hat nicht nur Baden-Baden zum Dauermeister in der Bundesliga gemacht, sondern hier auch ein zweites Team aufgebaut, hat so ein bisschen den Verein übernommen und hat hier zum Beispiel auch ein Vincent Keimer geparkt. Und dann Peter Leko als Trainer Brett 1. Und erst jetzt, als Vincent Keimer so stark geworden ist, spielt jetzt Vincent Keimer in Baden-Baden und nicht mehr in Deizisau. Ist natürlich immer die Gefahr, wenn sich dann so ein Sponsor irgendwann zurückzieht, was bleibt übrig? Also, aber es gibt noch andere, sogar hier aus der Gegend, also gerade neu aufgestiegen in die Bundesliga, ist auch Schöneich, auch ein kleiner Ort hier, der eben mit Geld Großmeister verpflichtet. Und die spielen lässt und im Schach ist es noch mit relativ wenig Geld möglich, in die Bundesliga sogar zu kommen. Und schauen wir mal, was für eine Zukunft das hat. Es ist jedenfalls etwas befremdlich, wenn man dann gegen zu so einem kleinen Verein geht und sieht dann plötzlich da lauter Großmeister rumrennen. Schön war es jedenfalls, Arthur Jusupow zu sehen. Ich hätte fast so mein Partieformular von ihm unterschreiben lassen. Er hat gesagt: Hier, guck mal, ich habe Kolle gespielt. Es gibt übrigens auch Preisgeld. Ich habe das hier liegen. Also im A-Open gibt es einen Gesamtpreis von 3.400 €. Vielleicht hätte ich lieber doch A-Open spielen sollen. Im B-Open gibt es immerhin auch noch einen Preis von 500 €. Verteilt sich dann natürlich auf die Plätze. 250 für den Sieger, 150, 100. Es gibt dann auch für Jugendliche noch einen Preis. Es kostet allerdings auch Startgeld. Also 50 € kostet die Teilnahme. Und da ist jetzt ja nichts dabei, außer der Spaß an der Sache. Also, ich möchte den Läufer
Hier Vierenkettieren. Normal wäre die Idee von Kolle, dass man irgendwann, also erstmal den Läufer raus und dann E4 spielt. Das ist so der Vorstoß. Ich spiele es hier etwas raffinierter. Ganz klar, mein Gegner ist jetzt nach DWZ auch so 200 Punkte schlechter als ich. Da möchte ich es ihm jetzt möglichst auch ein bisschen kompliziert machen. Er macht die Rochade und jetzt kann ich natürlich den Läufer rausspielen. Jetzt muss ich mich nicht mehr verstecken. Er hat es ja sowieso gewusst, was ich vorhabe. Er versucht das Gleiche. Und normalerweise würde ich jetzt ja, das wäre der Aufbau, Kolle Zuckertort. Das erlaubt jetzt Schwarz aber so einen kleinen Trick. Und der Trick wäre Läufer A6. Und das tauscht mir jetzt hier meinen schönen Angriffsläufer weg. Und den möchte ich ja nicht weggeben. Jetzt sollte man Rochade machen, aber jetzt kann man auch den Springer angreifen. Der Springer kann hier ein bisschen drohen, aber das kann man tatsächlich auch einfach zulassen. Und wenn er jetzt hier ein bisschen unpräzise ist, dann hat er jetzt schon eine Verluststellung. Also es ist immer ein bisschen gefährlich, so auf Bauernjagd zu gehen. Denn wohin will der Springer jetzt eigentlich? Also der Springer wäre jetzt in die Falle getappt und ist gefangen. Also so schnell kann es dann schon gehen in der Öffnung manchmal. Also lieber nochmal überlegen, bevor man solche Bauern schnappt. Bedenkzeit waren 90 Minuten und 30 Sekunden Inkrement. Das ist relativ angenehm. Dieses Inkrement bedeutet dann auch, dass man am Ende immer aufschreiben muss. Wenn es kein Inkrement gibt, dann kann man 5 Minuten vor Ende, vor Ablauf der Bedenkzeit aufhören, die Züge aufzuschreiben. Bei Inkrement muss man bis zum Ende aufschreiben. Es gibt aber keine Bonuszeit nach 40 Zügen. Normalerweise gäbe es nach 40 Zügen noch extra Zeit. Das war hier nicht so. Also nur 90 plus 30. Finde ich ganz okay. Also man gewöhnt sich dran, dass man nochmal diese 30 extra Minuten bekommt und findet das ganz angenehm, wenn es ins Endspiel geht. Aber ich finde es eigentlich schon so besser mit der klaren Zeit. Ich finde es sogar ohne Inkrement fa fast besser, weil da muss man sich auch so ein bisschen die Zeit einteilen. Aber dann hat man das am Ende nicht ganz so hektisch. Aber ein 30 Sekunden Zug machen, aufschreiben, Uhr drücken, wieder Zug machen, also das ist auch wenig Zeit. Also ich habe auch schon mal eine Partie auf Inkrement verloren, weil ich es nicht mehr geschafft habe, den Zug zu machen. Mein Gegner gleich aufgeschrien. Zeit, Zeit, Zeit. Ja, weiß ich ja. Also, ich spiele Dame E2, um genau das zu verhindern, dass er hier abtauschen kann. Und jetzt haben wir solch eine Stellung. Und hier seht ihr auch ein bisschen, was der Nachteil ist, wenn man solche Öffnungssysteme spielt. Wenn ihr mal zählt, er hat die Rochade gemacht und hat vier Figuren ganz nett entwickelt. Und ich habe hier vier Figuren entwickelt und die Dame ein bisschen, aber noch gar keine Rochade gemacht. Also ihr seht, wenn man solch ein Öffnungssystem spielt und hier umständlich Bauern durch die Gegend schiebt, dann ist das auch sehr langsam. Und deshalb gibt man im Grunde in der Öffnung seinen Vorteil weg. Aber wenn man, das ist bei London genauso, auch beim Kolle-System. Aber man muss ja nicht immer in der Öffnung die Partie gewinnen. Man kann ja auch, sagen wir mal, wenn man die Mittelspielideen besser kennt, dann gewinnen. Jetzt bin ich mit dem Springer ins Zentrum gegangen. Der ist ja zweimal gedeckt, einmal indirekt durch den Läufer, einmal durch den Bauern. Und er macht das Gleiche, guter Zug. Und jetzt sollte man kurze Rochade machen und dann kann man hier vielleicht den angreifen. Aktuell kann man ihn nicht angreifen, weil man immer ein bisschen auf die kurze Diagonale aufpassen muss. Das ist immer so eine Gefahr, dass man da zu mutig ist. Also hier kurze Rochade passt. Aber hier habe ich zum ersten Mal jetzt so ein bisschen mehr nachgedacht und habe mir überlegt, okay, wie kann ich ihn jetzt packen? Wo kann ich jetzt ein bisschen was hier zum Laufen bringen? Und da bin ich auf die Idee gekommen, lange Rochade. Und das war auch etwas, was er hier noch nie hatte. Und das ist auch etwas, was ich eigentlich noch nie gespielt habe. Weil wenn hier der C-Bauer vorkommt und diese Linie aufgeht, dann stehe ich ja mit dem König direkt in der Linie. Ich habe mir aber gedacht, okay, ich habe jetzt hier ganz viele Figuren auf dieser Linie und habe ja hier auch eine Gegenüberstellung mal zur Dame. Also so leicht geht hier nichts auf. Und wenn, ist es zum Vorteil von mir.
Und hier ist er mir jetzt, sagen wir mal, ein bisschen reingetappt und hat gleich C5 gespielt. Sieht ja auch sehr sinnvoll aus. Man tauscht hier weg, der Turm kommt rüber. Das sieht ja auch alles sehr gut aus, aber das ist jetzt nicht so gut. Und warum zeige ich hier jetzt? Hab's natürlich auch ge gespielt. Also ich tausche hier, tausche weiter. Das denkt man jetzt, okay, will doch gewinnen, warum tauscht er so viel? Mein Vorteil ist, dass ich jetzt die Dame genau in dieser offenen Linie habe. Und jetzt kann ich hier eben weiter tauschen und jetzt wird es langsam gefährlich. Und das merkt er auch schon hier. Wenn er jetzt so schlägt, dann läuft er hier schon in so einen Abzug rein. Er schlägt also mit dem Bauern. Und jetzt wollte ich Springer C4 spielen. Da ist mir aber aufgefallen, huch, jetzt kann er ja den Läufer dazwischen stellen. Also ich gewinne hier ja gar nichts. Und habe hier dann aufgehört nachzudenken und habe was anderes gespielt. Hätte ich mal ein bisschen länger nachgedacht, denn ihr könnt ja mal hier Pause machen. Wie kann man jetzt hier als Weißer Material gewinnen? Ist eigentlich gar nicht so schwer. Und deswegen ist das auch so ein bisschen, ja, nicht so toll, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe da einfach zu früh aufgehört nachzudenken. Ich habe gesagt, oh ja, der kann das ja blockieren, blöd. Aber ich kann den ja wegnehmen. Er nimmt zurück und jetzt ist der Läufer gefesselt und man kann die gefesselte Figur angreifen mit dem Bauern. Ja, schade, habe ich übersehen. Zu bequem, zu wenig. Ich habe gedacht, okay, dann drohe ich doch erstmal mit Matt, kann ja nicht so schlecht sein. Aber hier hat er einen guten Zug, guten Verteidigungszug. Ich hatte jetzt mit irgendwas gerechnet, dass er jetzt vielleicht den G-Bauern vorspielt oder vielleicht den F-Bauern vorspielt, aber er spielt den F-Bauer nach F5 und greift meine Dame an. Und das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Guter Zug. Ich bleibe mal hier auf der Linie und habe jetzt aber gesehen, dass er jetzt eine Möglichkeit hat, hier halbwegs wieder in eine gute Stellung zu kommen. Und zwar könnte er jetzt den Damentausch anbieten. Jetzt ist er mal aus diesem Abzug raus. Und jetzt hätten wir solch eine Stellung. Dies war immer noch für Weiß relativ bequem. Ich stehe hier auf der offenen Linie. Mein Springer ist toll, der ist blockiert. Also meine Bauernstruktur ist besser. Und sein Läuferpaar bringt ihm nicht so viel. Und damit war ich eigentlich, ja, das hätte ich gespielt, hätte ich spielen müssen. Aber er spielt nicht Dame E7, sondern kommt jetzt im Grunde mit dem Verlustzug A5. Und jetzt war ich auch so weit, dass ich es gesehen hatte. Ich kann den angreifen und jetzt hatte ich eben das Motiv gesehen, dass man die Figur angreift. Was ich vorher noch übersehen hatte, jetzt sah ich es. Er sah es anscheinend auch. Hat es gar nicht erst versucht, sondern versucht jetzt den Abtausch. Aber jetzt funktioniert der Abtausch nicht mehr. Und zwar warum? Weil jetzt kann ich hier schlagen und komme mit dem Turm rein und greife beide Figuren an. Und das ging vorher eben nicht, weil dieser Springer noch hier im Weg stand. Also vorher hätte er die Chance gehabt, hier Dame E7 zu spielen und eine vernünftige Stellung zu haben mit einem kniffligen Endspiel. Aber dieser Zug zu aggressiv, zu schnell gespielt vielleicht auch. Das ist jetzt der Verlustzug, weil jetzt habe ich diesen Doppelangriff. Und jetzt muss ich bloß noch, jetzt habe ich die Figur mehr, jetzt muss ich nur noch abtauschen. Und das habe ich dann auch gemacht. Hier noch ganz nett. Erstmal hier wegtauschen, tauschen, 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 wenn man im Vorteil ist. Und jetzt kommt der Springer rein, holt sich den Bauern. Der Turm geht wieder zurück. Er möchte vielleicht hier vor irgendwas machen. Aber jetzt greife ich ihn einfach. Jetzt kommt der Springer einfach wieder zurück. Und jetzt drohe ich natürlich schon massiv Sachen. Er versucht es irgendwie zu blockieren. Aber wie gewinnt man jetzt hier und nach welchem Zug hat mein Gegner hier aufgegeben? Turm D nach D7. Und da sieht man eben, wie stark diese Türme auf der siebten oder auf der zweiten Reihe sind. Die grasen jetzt hier alles ab. Und die hat dann der Tim aufgegeben. Und ich hatte meinen ersten Sieg in der Runde 1.
Ja, wie soll man hier das Matt verändern? Es droht ja auch Matt. Also, er hätte vielleicht noch weggehen können, aber das wird jetzt auch matt. Und zwar Schach, Schach, Schach und matt. Also auch das wäre ein Matt gewesen. Und wenn er jetzt versucht, aus der Verzweiflung heraus vielleicht den Springer wegzunehmen, was dann? Dann ist es trotzdem matt. Seht ihr es? Klar. Auch matt. Also, ihr seht, wie gefährlich diese Türme auf der siebten Reihe sind und deshalb hat er hier aufgegeben. Die erste Runde startete ein bisschen später, sie sollte um 10:30 Uhr losgehen. Sie ging aber erst um 11 Uhr los. Trotzdem war ich hier sehr früh fertig. Also er hat ein bisschen zu schnell gespielt und auch nicht präzise genug. Ich hatte diesen einen Moment, wo ich nicht richtig gerechnet habe. Vielleicht habe ich es da auch schon so ein bisschen zu leicht auf die leichte Schulter genommen. Aber da hatte ich wenigstens hinterher ein bisschen Zeit, mit dem Tim zu quatschen und zum Burger King zu laufen. So, die zweite Partie war dann nachmittags um 15:30 Uhr ging sie los, auch ein paar Minuten später. Und ich habe gegen den Harald gespielt und der Harald hatte in der ersten Runde gegen meinen Vereinskollegen, den Kai, gewonnen. Der Kai hatte zwar toll in der Öffnung gespielt, aber dann etwas unglücklich in ein verlorenes Endspiel abgewickelt. Und jetzt sollte ich mich quasi rächen. Er kam dann auch noch vorbei, als ich mit dem Harald gesessen hatte und hat so ein bisschen Witz gemacht. Ja, jetzt kommt die Revanche. Und da hat Harald was Tolles gesagt. Er hat gesagt, sowas wie Revanche kennt er nicht im Schach. Er spielt die Partie. Er spielt die Partien, nicht den Gegner. Er spielt die Partie. Er möchte eine gute Partie spielen. Er möchte keine Patzer machen. Und er hat auch keine Patzer in der Partie gemacht. Ich hatte wieder weiß. Es sind ja sieben Runden. Das heißt, es kann angehen, dass man zweimal weiß hat. Dann werde ich morgen wahrscheinlich schwarz haben und weiß. Das ist einfach dann die Auslosung. Und hatte hier jetzt sozusagen in der zweiten Runde spielen dann alle Sieger untereinander und alle Verlierer untereinander. Und dadurch sortiert sich so ein Feld schnell. Und dann spielen immer Tabellennachbarn gegeneinander. Das ist das Schweizer System. Dann muss nicht jeder gegen jeden spielen. Man hat aber trotzdem eine realistische Reihenfolge. Wenn man also erstmal verliert, bekommt man dann erstmal leichtere Gegner. Und wenn man gewinnt, bekommt man immer im Grunde Sieger zugelost und dann wird es immer schwieriger. Und so ist der Harald auch schon nach Elo ein 1600er, DWZ 1573. Ich habe wieder Weiß und spiele wieder D4. Es kommt wieder Springer F6. Das kennt ihr schon. Jetzt kommt aber was Neues. Harald fianchettiert. Er möchte also jetzt hier so eine königsindische Struktur aufbauen. Läufer nach G7, Bauer D6 und dann vielleicht hier oder den Vorstoß. Das ist seine Idee. Und wenn ich jetzt hier ins Kolle-System gehe, dann ist das so ein bisschen. Ja, man kann es spielen. Aber es ist jetzt nicht so, sagen wir mal, nicht ganz so raffiniert. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen zu einfach für Schwarz. Und deshalb habe ich mich hier für den Torre-Angriff entschieden. Den habe ich ja auch schon bei meinen Videos gezeigt in der Bezirksliga, als ich auch den Torre-Angriff angewandt habe. Und der Torre-Angriff ist jetzt Läufer G5. Droht jetzt immer ein bisschen, den Springer zu schlagen. Das ist jetzt keine wahnsinnige Drohung, aber das ist so ein strategisches Vorgehen, dass man sagt, okay, der kontrolliert hier Felder, ich nehme den raus für meinen Läufer und stelle dann die Bauern auf schwarze Felder und habe noch den anderen Läufer, der durch die Bauernstruktur durchguckt. Das ist so die strategische Idee. Es soll aber auch ein bisschen verhindern, dass Schwarz ganz einfach zu E5 kommt, weil er dann sozusagen sich selber fesselt. Das sind so ein bisschen die Ideen hinter dem Torre-Angriff. Jetzt bereite ich vor, E4 zu spielen. Und das sieht er hier sehr gut und erkennt meine Idee und verhindert sie mit D5. Also sehr gut aufgepasst. Nun gut, dann baue ich jetzt hier erstmal eine schöne Bauernphalanx auf, die den Läufer schlecht macht auf der Diagonalen. Er macht die Rochade. Und jetzt seht ihr, das ist die gleiche Struktur wie im Kolle-System. Oder auch im London. Im London wird der Läufer einfach hier stehen. Da kommt er gleich auch noch hin.
Also ihr seht, wie verwandt diese Öffnungssysteme. Und deswegen kann man so ein bisschen variieren. Man hat dann ähnliche Ideen, man hat ähnliche Bauernvorstöße und variiert einfach ein bisschen die Ideen der verschiedenen Systeme in Abhängigkeit, was der Gegner spielt. Er kommt raus und normalerweise typisch Kolle wäre jetzt den Läufer nach D4 zu spielen. Das kann man auch machen, mit der Idee, den Rochade zu machen und E4 zu spielen. Also so wieder so eine typische Kolle-Idee. Ich spiele E4 und dann tauscht sich hier einiges auf E4 ab. Aber der Läufer guckt ja jetzt wirklich nur auf die Bauern drauf. Und deshalb spiele ich in dieser Stellung Läufer E2. Damit könnte er eventuell auch einen Bauernsturm unterstützen. Kommt mit C5. Und jetzt kommt tatsächlich H4. Und H4 habe ich jetzt auch hauptsächlich gespielt, weil ich gemerkt habe, dass der Harald doch sehr, sagen wir mal, passiv spielt. Er spielt tatsächlich so, wie er gesagt hat, vor der Partie. Er möchte keine Patzer machen, er möchte sicher spielen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt ist genug. Ich spiele passiv mit meinem Tore-Angriff, er spielt passiv mit seinem Königsindisch. Jetzt ist Ende, jetzt kommt H4. Also jetzt kommt der Bauer. Er vertreibt den Läufer und jetzt seht ihr, habe ich tatsächlich London. Jetzt habe ich genau das Londoner System. Der Läufer könnte sich hier hinten verstecken. Also Londoner System mit H4. Auch gut spielbar. Er tauscht einmal. Ich habe hier tatsächlich auch noch überlegt, mit dem Springer zu schlagen. Aber dann kommt hier so Gabel und so. Nee, also man schlägt fast immer mit dem E-Bauern zurück. Jetzt hat man weiter hier die Bauernstrukturen gegen den Läufer. Er kommt hier rein und den habe ich jetzt tatsächlich abgetauscht. Es gibt sicherlich hier auch andere Züge, aber ich habe mir gedacht, jetzt kann ich zum einen mal seine Bauernstruktur so ein bisschen schlechter machen und greife den gleich wieder an. Und wenn er jetzt den wirklich decken will mit dem Bauern, dann wird sein König doch sehr luftig. Und deswegen habe ich es so gespielt und er deckt ihn deswegen auch mit dem Springer. Aber ich greife den Springer an und jetzt greife ich den Verteidiger von den Bauern an. Also ich drohe den Bauern zu gewinnen. Und hier hat er lange überlegt. Und deckt den Bauern dann noch einmal. Aber der kriegt von mir einfach einen Tritt, dass er wieder abhauen muss. Jetzt geht er wieder weg. Und wie setzt man jetzt weiter fort? Soll man jetzt wirklich den wegtauschen, um den Bauern zu gewinnen? Oder wie setzt man fort? Und ich habe ja hier einen Angriff am Laufen, einen Bauernsturm. Also nutze ich den Bauernsturm aus. Und ihr müsst immer so ein bisschen schauen, habt ihr die Chance, irgendwo mit einem Bauernvorstoß eine Figur und einen Bauern anzugreifen? Weil wenn er das macht, dann ist er gezwungen im Grunde zu schlagen oder genötigt. Und das hat er hier auch getan. Und dadurch habe ich jetzt eine offene Linie bekommen. Er geht weg. Und jetzt seht ihr auch, ich wollte gerne den Läufer gegen seinen Läufer tauschen. Ich wollte nicht gegen den tauschen, sondern gegen den Läufer, weil das ist der Verteidiger von dem König gewesen. Und jetzt habe ich in der Öffnung einen Bauern gewonnen mit dem Torre-Angriff. Es gibt aber einen Nachteil und das ist so ähnlich wie in der Kreisklasse. Da hatte ich auch einen Bauern gewonnen, blieb aber mit dem König im Zentrum hängen und kam da ziemlich unter Druck. Schauen wir mal, ob ich es diesmal ein bisschen besser hingekriegt habe. Also ich versuche diesen Mehrbauern jetzt festzuhalten, meinen König in Sicherheit zu bringen und die Stellung erstmal zu konsolidieren. Und wenn ich das schaffe und er nichts ans Laufen bringt, dann stehe ich besser. Und dann stehe ich auch gut fürs Endspiel. Da wird er es schwer haben. Er macht das hier gut, geht auf die offene Linie. Hätte er das. Ja, jetzt habe ich noch überlegt, ob ich vielleicht hier hingehe. Dann tauscht er und dann steht vielleicht der König hier komisch. Also, ihn schlagen lassen kann ich wahrscheinlich nicht. Dann müsste ich ja irgendwie mit dem König weg.
Also habe ich dann getauscht. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass er mit der Dame jetzt hier nicht eindringt. Aber jetzt hier weglaufen mit dem König ist auch nicht so gut. Also kontrolliere ich das Feld mit dem Läufer, decke gleichzeitig nochmal den Springer und der Springer deckt noch den Bauern. Das sieht so jetzt mal ganz gut aus. Jetzt muss ich bloß irgendwie noch meinen König in Sicherheit bringen. Er kommt mit der Dame ein bisschen rein. Und die habe ich jetzt überlegt. Also erstmal, die Dame steht noch im Weg. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, okay, der ist ja auch. Vielleicht verliere ich den nochmal, wenn er irgendwie den Läufer gegen den Springer tauscht. Muss ich auch vorsichtig sein. Ich habe überlegt, Dame E2 zu spielen. Die Dame deckt denn hier alles. Habe aber immer so ein bisschen gedacht, okay, wenn er jetzt hier vielleicht den Springer wegtauscht, dann hängt der und dann verliere ich den Bauern wieder. Habe hier aber auch gesehen, dass er auch sowas spielen könnte, um mit dem Läufer hier nach C4 zu kommen und dann vielleicht seinen Turm, der noch gar nichts macht, auch ins Spiel zu bringen. Und ich stehe immer noch mit dem König in der Mitte und da hatte ich wieder so Gefühle wie der Kreisklasse, wo ich dann am Ende den Bauern wieder hergegeben habe, den ich gewonnen hatte. Ich habe auch immer überlegt, kann ich hier Rochade denn spielen, aber dann kann er auch, dann hängt ja auch der Bauer. Und dann kommt der Läufer vielleicht hier zurück und mein König steht hier ein bisschen unsicher. Also es ist schwierig. Ich habe mich hier für Dame D2 entschieden. Deck den nochmal und jetzt greift er den Springer an und jetzt gehe ich nach E3. Und jetzt decke ich den Bauern, den Läufer und den Springer. Und wenn er jetzt wirklich hier tauscht, kann ich mit dem Läufer zurückschlagen und der Bauer ist weiterhin gedeckt. Also das war jetzt meine Überlegung. Ja, im Endeffekt ist wahrscheinlich alles irgendwie ähnlich, aber so passiert es oft im Schach, dass man zwei Züge hat. Man steht hier und dann ist es ganz schwer, sich zu entscheiden. Und so, also E2. Und wenn jetzt Läufer hier hinkommt und ich spiele die Dame dahin, dann werden wir das Gleiche. Also man überlegt dann 5 Minuten, 10 Minuten und es kommt auch selber drauf raus. Aber ich war in der Partie eigentlich sehr zufrieden mit meinen Entscheidungswegen und auch mit meinen Gedanken, die ich dabei hatte, weil die machten schon Sinn. Jetzt greift er den Springer an, also nochmal alles decken. Und jetzt kommt der nächste Springer. Und erstmal immer schauen, was droht der Gegner. Was könnte er machen, wenn er nochmal zieht? Also erstmal schauen, was hat er vor, wenn er jetzt nochmal ziehen könnte. Und wenn er nochmal ziehen könnte, würde er hier reinspielen. Hier habe ich auch wieder ein bisschen was überlegt. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht hier hingehe mit dem Springer, um so einen Abtausch zu erzwingen, aber dann hängt der wieder. Ich habe auch Springer D2 überlegt, um den Abtausch zu forcieren. Aber das wäre jetzt auch schon ein Patzer, ne? Warum? Deshalb. Also hier wird jetzt plötzlich Schwarz sogar gewinnen. Ich müsste also eigentlich hier mit, ich müsste mit der Dame schlagen, aber dann verliere ich den wieder. Und habe mich dann am Ende hier erstmal dazu entschieden, seine Drohung hier zu verhindern, B3 zu spielen. Jetzt kommt hier keiner rein. Wenn er tauschen will, soll er. Das Endspiel ist gut für mich. Und jetzt kommt er mit der Dame rein und droht hier. Und jetzt, puh, habe ich es geschafft. Jetzt verliere ich hier keinen Bauern. Hier ist alles gedeckt. Der ist gedeckt und mein König ist endlich in Sicherheit. Also hier war ich dann zufrieden. Also es hat gedauert. Aber hier habe ich jetzt den Punkt erreicht, wo es einfach für mich deutlich besser ist. Weil ich behalte den Bauern. Mein König ist jetzt sicher. Und es ist hier schwierig. Ich habe natürlich immer überlegt, was kann er hier spielen. Vielleicht hier noch den Turm mal endlich ins Spiel bringen. Er bringt ihn am Ende nach H8. Und hier habe ich jetzt wieder ein bisschen überlegt. Insgesamt habe ich aber recht schnell gespielt. Es war jetzt keine so komplizierte, schwierige Partie für mich. Also das war schon alles okay. Ich habe mir überlegt, okay. Turm H1, das bietet sich ja erstmal an, das hatte ich auch vorbereitet. Die Dame kann aber noch abhauen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn ich den hier so spiele? Und wenn er jetzt irgendwie Blödsinn macht,
Der hat dich die Dame gefangen. Aber, naja, gut, Harald macht natürlich auch nicht einfach so einen Blödsinn und würde jetzt hier tauschen. Und jetzt hätte ich eben, ja, hätte ich nichts gefangen. Also, jetzt kann er vielleicht sogar den Turm hier rein. Also, da habe ich nicht so richtig was gesehen. Hier habe ich mir auch wieder Springer D2 überlegt, einfach um diesen Läufer wegzutauschen. Weil ich habe ja einen Bauern mehr. Das Endspiel sieht ganz gut aus für mich, wenn ich meine Bauern behalte und ein bisschen was abtausche. Aber wenn er jetzt hier schlägt und ich schlage zurück, das hatte ich so ein Bild, da dachte ich, okay, ich greife mal den an, ich decke den Bauern, das ist ja nicht schlecht. Aber jetzt kommt eben dieser Springer hier unangenehm rein. Und das ist jetzt vermutlich sogar halbwegs, ja, ein bisschen remislastig sogar. Ich müsste hier vermutlich die Dame geben und seine schlagen. Und dann ist das so ein Endspiel, was schwer zu gewinnen ist, weil sein Turm dann hier ziemlich aktiv in die Stellung kommt. Also es ist doch schon so ein bisschen knifflig noch. Und ich habe mich dann am Ende wirklich für Turm H1 entschieden. Dame muss natürlich weg. Stellt sich hier dem König gegenüber. Jetzt tausche ich aber den Turm weg und blockiere das und stehe jetzt wieder hier gut. Er deckt den Läufer, aber den kann ich jetzt einfach angreifen und jetzt ist er im Prinzip gezwungen zu tauschen. Er könnte auch zurückgehen. Und jetzt ist der nächste Bauer angegriffen. Und das ist jetzt schwierig. Was macht man jetzt hier? Es droht, der nächste Bauer verloren zu gehen. Zwei Bauern schon. Und da kam er auf die Idee, Dame C6 zu spielen, aber das war dann sein letzter Zug, weil jetzt nehme ich einfach den und da hat er aufgegeben. Und damit hatte ich am ersten Tag zwei Siege, also sehr gut, beide mit Weiß. Ich hatte noch gedacht, also ich habe noch überlegt, bevor ich geschlagen habe, ich habe zuerst gedacht, vielleicht tausche ich auch einfach, weil das Endspiel ist trotzdem für mich gut. Hab den aber dann genommen, weil ich nicht gesehen habe, dass er hier noch irgendwie einen Dauerschach oder so hinbekommt. Ich wäre vermutlich nach B2 gegangen. Und jetzt sieht man, dass mein Springer hier alles angreift, die Dame angreift. Also das ist wirklich schwierig. Schwarz könnte hier nochmal reinkommen. Und hier kann man jetzt doch noch was falsch machen. Also wenn man jetzt hier versucht, matt zu drohen, da hätte man jetzt ein Problem, weil jetzt ist man in einen Dauerschach gelaufen. Also man muss gerade in solchen Situationen, wenn man am Gewinn ist, nochmal ganz, ganz genau nachdenken, dass man solch eine Stellung nicht noch durch Dauerschach hergibt. Oder dass man nicht noch Blödsinn macht und sich matt setzen lässt. Das kann natürlich alles passieren. Aber der Trick in dieser Stellung ist, dass man jetzt die Figuren abgrast, vom Gegner immer versuchen mit Schach. Und da ist eine Dame natürlich sehr stark. Also, wie funktioniert das? Schach. Er geht hoch, das nächste Schach, er muss weg und jetzt grast man die Bauern weg immer mit Schach. Und den nächsten mit Schach. Und wieder Schach geben. Und jetzt kann man sogar nochmal Schach geben, weil den kann er nicht wegnehmen, verliert er die Dame. Aber wenn er weitergespielt hätte, hätte ich da nochmal richtig grübeln müssen, um hier keinen Blödsinn zu machen. Aber er hat es mir einfach gemacht, er hat hier aufgegeben. Die Stellung ist auch total verloren. Fazit vom ersten Tag. Die Gegner haben mich jetzt noch nicht so gefordert. Ich habe, sagen wir mal, bis auf einen Zug, als ich die Taktik in der ersten Partie nicht richtig gesehen habe, als ich so früh aufgehört habe zu denken, das kann ich mir ankreiden, das war nicht perfekt, aber in dieser Partie sind das alles im Grunde Computerzüge, die ich da gefunden habe und habe das sehr gut gemacht. Viel besser jetzt in der Kreisklasse. Da war vielleicht der Gegner auch noch mal einen Tick stärker. Aber ich bin zufrieden. 2-0 vom ersten Tag. Jetzt heißt es ausschlafen. Und zum Glück ist ja Zeitumstellung, habe ich eine Stunde mehr. Und dann geht es wieder aufs Fahrrad nach ins schöne Deizisau. Zum zweiten Tag. Am zweiten Tag, dadurch, dass ich jetzt zwei gewonnen habe, werde ich dort stärkere Gegner bekommen. Das heißt, es wird morgen ein vorentscheidender Tag, ob ich mich vorne festsetzen kann. Oder ob ich so ein bisschen
ins Mittelfeld abdrifte, mein Ziel, eine positive Bilanz zu erreichen und eine Elo-Zahl zu bekommen, dem Ziel bin ich deutlich näher gekommen und ich gehe zuversichtlich in den zweiten Tag. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.